Willkommen zurück bei Saman Mara. Neuer Tag, neues Glück. Hier ist... Oh, alles erntereif. Sehr gut. Schwapp, schwapp, das reicht nicht. Muss ich doch noch einen Eimer nehmen. Okay. Erntereif, erntereif, erntereif. So. Ich würde jetzt hier gerne ernten. Oh. Nein, nicht füttern! Verschwende doch nicht mein ganzes Getreide! Du sollst hier ernten. Danke. So. Siehst du. Halt, hier ist Ernten. Da passt doch wunderbar. Ach, wollt ihr wirklich... Du hast doch schon bekommen, oder? Hier, du bekommst, bitteschön. Na komm. Ach, wo bist du denn? Du bekommst da. Du hast schon da oben, du bist dick genug. Okay, die sind alle durch. Du auch noch? Nee, der Kleine hier. So, bitteschön. Reicht jetzt. Aus, ab nach Hause mit euch. So. Gut, nein. Ich möchte jetzt nichts aussehen. Ich möchte jetzt erstmal gucken, was haben wir denn alles? 18 Möhren haben wir. Wo ist der Rest von den Früchten? Ach, hier ist das Erntezeug. Ja, 18 Möhren, 14 Auberginen, 54. Das ist gut. Ringelblumen. Oh, nur noch 5 Orangen. Wir müssen Orangen sammeln. 28 Paprika. Ja, 14 Zwiebeln. 10 Rüben und 10 Erdbeeren. Und 99 Weizen. 8 Wassermelonen. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir jetzt Melonen. Melonen und Rüben. So. Ja, toll. Hier noch eine Melone. Haben wir noch Rübensamen? Ah, hier sind rote Beete. Rote Beete haben wir kaum welche. Dann mache ich hier noch rote Beete. Und wir brauchen mehr Baumwolle. Ein Baumwolle haben wir noch. Und hier drüben, davon haben Weizen haben wir genug. Ja, da machen wir noch mehr Rüben. Mohrrüben. Und ein paar Zwiebeln. Machen wir die Seite hier Möhren voll. Und andere Seite machen wir Hälfte Zwiebeln. Und Hälfte... Achso, Hälfte Paprika geht ja gar nicht. Brauchen wir wieder Saatgut. Zwiebeln haben wir gesagt. Dann machen wir die Blumen. Genau. Dann machen wir die Blumen und Paprika. Und Paprika. Haben wir.
Haben wir? Ah, da machen wir Kartoffeln. Bitteschön. So. Wirkt ja gar nicht. Doch, hier wirkt's. Es wirkt nicht bei allen Früchten. So. Ding, 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 ding. So. Okay. Mal gucken, was wir uns jetzt machen können in der Küche. Kokosnusscocktail. 3 Kokosnüsse brauche ich dafür. Nudeln. Ah, da brauche ich 2x Mehl für. Hier brauche ich die Ananas. Ich brauche eine Menge Mehl. Ja. Ich mache mal 4 Mehl. Weil daraus kann ich jetzt Nudeln herstellen. Ja, Mehl, Eier, Zwiebeln. Klingt gut. So, heiße Schokolade. Stimmt, mit Schokolade war doch was. Warte mal. Kuh. Genau, Kakaobohnen. Pflanz sie nahe des Meeres. Okay. Was bist du hier? Mach mal hier. Ist es nahe des Meeres? Ja. Kakaobohnen. So. Zwei. Und die dritte? Ach, schmeiß euch auch noch hin. So. Gut. Ah, hier liegt eine Kokosnuss. So, einsteigen. Wo hatte ich mein Boot abgestellt? Ach, das hatte ich hier drüben abgestellt. Ich wollte ja eigentlich nur... Was ist das? Salat. So. Ach, richtig, die Eier wollte ich ja noch abholen. Lauf schon mal zum Boot. So. Wow. Die waren fleißig. Und ich brauche da oben dringend was zu essen. Genau. Was haben wir denn hier Schönes? Nachmittagstee. Alles klar. Moin, Kleiner. Da ist das Boot. Gut. So. Wir müssen jetzt nach oben fahren. Alles klar. Dann fahren wir jetzt nach oben. Juhu, wir sind wieder da. Ach, richtig, da war ja was. So. Juhu, wir sind wieder da. Oh, warte. Quack, quack. Genau.
Einmal hier. Geht nicht. Na gut. Uhr. Moin. Kürbisse haben wir lange nicht mehr gemacht. Ach so, Kirschen, nicht Kirsch sagen. Genau. 50 Baumwolle haben wir mittlerweile. Und ein Kohle haben wir. So. Los, kleine Abenteuer. Lieferer aus. So auf, ich bin Abenteurerin, ja? Kein Liefermädchen. Hallo. Sekunde, irgendwie bin ich hier falsch gelaufen, wa? Ich muss doch irgendwie hier hochkommen. Ach, da ist sie wieder. Das hier gehört mir. Oh, das Gold auch. So. Nehmen wir einfach alles erstmal mit. Guten Morgen. Wie geht's bei dir voran? Ja, eigentlich gar nicht, weil deine Leichtmatrosin da, die hat sich zickig. Duna ist keine einfache Person, hm? Nee, überhaupt nicht. Okay. Sie benimmt sich wie ein Kind. Wie du. Genau. Was kann ich dagegen tun? Geduld ist nicht immer das beste Mittel bei Quidus wie ihr. Duna mag wütend sein, aber sie ist immer noch eine Matrosin, genau wie ich. Wenn es einen gibt, wenn es eins gibt, um das wir uns sorgen, dann ist es Mara. Da wissen wir. Ich habe über Funk gehört, dass der große Baum im Osten krank ist. Das Wasser, das die Elis verschmutzt haben, hat ihn anscheinend krank gemacht. Okay. Den großen Queen. Du könntest dorthin fahren und einen Fisch fangen. Wenn es stimmt, dass der Baum krank ist, werden die Fische auch krank sein. Und du solltest Duna, ja, einen kranken Fisch bringen. Das scheint wirklich weit weg zu sein. Ich glaube nicht, dass ich es mit meinem Boot bis dahin schaffe. Oh! Auf halbem Wege liegt ein Tempel, wenn der Boot vom Maler der Quelle angetrieben wird. Dann kannst du deinen Tank dort wieder auffüllen und solltest es bis zum Baum schaffen. Okay. Also zum Tempel fahren, Tank auffüllen, es zum Baum schaffen und einen Fisch fangen. Verstanden. Reise zum Queebaum. So. Der Tempel war hier, wa? Nee, hier, Tempel des Ostens. Ah, wir haben neue Inseln. Cool. Wuhu. Wenn ich zurück bin, geht's ja an den Kragen. Nochmal danke. Was gibt es denn hier? Nutzen. Für 25 kriege ich einen Bonbon. Ja, vergiss es. Was soll ich mit dem Bonbon? So, ihr habt hier schon Feierabend, wa? Gut. Dann geht es jetzt zum Tempel des Ostens.
Oh, da ist ein Sternchen. Jetzt ist es weg. Ein Schweinchen. Juhu. Danke. So. Das war jetzt die Eiseninsel. Jetzt ist es noch ein Kupferinselchen und rüber. Okay. Also, dann müssen wir jetzt nach Osten fahren. Go East. Oh, wird schon dunkel. Na gut. Ja, wir fahren auch rüber. So. Das Kupferinselchen. Genau, jetzt fahren wir zum Tempel des Ostens. Das ist nicht schwer. Ich will noch zwischendurch eine Menge gutes Zeugs mitnehmen. Alles klar. So, und bevor wir jetzt zum Tempel gehen, würde ich sagen, dass wir hier mal eine Runde schlafen. Gute Nacht. Und guten Morgen. Willkommen im Tempel. Hallo Schweinchen. Das ist aber eine richtig fette Sau. So. Ein Tempel ist natürlich gut, um die Hütchen zu klauen. Was gibt's hier? Das sind ja auch die Angelfische. Ja gut, jetzt brauche ich aber den Faden. Moin. Du hast doch hoffentlich nichts dagegen, wa? Kannst du mir irgendwas über den Kehbaum sagen? Du weißt, kein gewöhnlicher Botengang. Beeil dich. So. Genau. Ah. Gluck, gluck, gluck. Den Tank aufgefüllt. Bin ich nicht toll? Wunderbar. Hi. So. Und ich muss gucken, wo ich mein Schiff hatte. Auf der anderen Seite natürlich. Da ist es. Gut. Ah, hier gibt es noch eine Mücke. So, und jetzt mussten wir nach Osten fahren, wa? Mal gucken. Ja, nach Osten. Alles klar, es geht zum Quäbaum. Das sieht echt krank aus. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Hier kann ich tauchen. Und da, wo das Fragezeichen ist, ist die verlassene Station. Das passiert, wenn du dich mit Napopos Familie anlegst. Okay.
Jetzt muss ich hier aber irgendwo angeln. Ach nee, das ist die verlassene Station. Das ist nicht der Baum. Kann ich hier hochklettern? Nee. Das ist einfach nur ein Wrack, wa? Sieht wie eine Jump'n'Run-Einlage aus. Ich muss hier hochlaufen. Mal probieren. Ach, ich kann das Boot gar nicht verlassen hier. Okay. Tauchen. Ah, das ist Schatztruhe. Komm hier. Danke. Gibt es hier noch was zu holen? Ach, nur die Schätze. Aber ich dachte, hier wäre noch was Besonderes. Nee. Sieht nicht so aus. Nee, hier ist auch weg. Und tiefer komme ich nicht. Okay. So. Alles klar. Also gibt es hier nichts mehr zu holen. Dann müssen wir jetzt nach Süden. Gut, Süden ist da. Hier kann ich das Boot nicht verlassen, wa? Nein. Komplett nicht. Okay, das ist also nur zum Angucken. Oder es kriegt später noch eine Bedeutung. Was ich später gesagt wurde, ich muss hierher fliegen. Erfahren. Da ist der Kühebaum. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Einen neuen Ort. Teamwork macht the dream work. Karma. Alles klar. Und wir kriegen Ruder. So. Hier kann ich tauchen. Ja, machen wir noch. Ein Rohr und ein Ring. Ist hier noch was zu holen? Nein, da muss ich jetzt auftauchen. Gut. War da nicht noch was mit dem Ring? Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Ring. Es ist was auf ihm eingraviert. Ich kann es aber nicht lesen. Es sieht aus wie ein Eli-Symbol. Aha. Hua. Okay. Ist der für Aquila? Ist gut, ich bringe ihm den Ring. Bringe den Ring der Eli zu Aquila. Alles klar? So. So eine coole Konstruktion. Oh. Ich kann mit dem interagieren. Aus dem Weg, Kleine. Hey, sei vorsichtig, ja? Ich bin große Piratin. Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ha, ich hab's gelernt. Ich bin nicht klein. Und es gehört meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter, das ist einfach ihre Enkelin allein. Was soll's? So lernst du wenigstens etwas. Ha, ich könnte dir noch was beibringen. Du brauchst niemand anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Ich bin Teamwork. Wenn du es sagst, hör auf, mich Kleine zu nennen. Ich heiße Koa.
Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich bin Iriti. Ich bin die schnellste Piratin in Mara. Und jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Ich muss ganz schnell weiter. Du tust so, als ob das Meer nur dir gehört. Weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Ja, so langsam wie du bist, kreuzen sich unsere Wege aber oft. Siehst du? Du folgst mir sogar. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach Westen. Go West. Ah ne, wir wollten ja den Fisch holen. Wir brauchen ja noch einen Fisch. Stimmt, da war ja was. So, mal sehen, wie viele Versuche wir brauchen, um diese Wrack da. Ein mutierter Fisch. Puh, das ist schlimmer, als ich dachte. Ja, die Elis sind eine echte Gefahr für Mara. Aha. Genau, hier wollen wir ein Häuschen bauen. Willst du zurück nach Hause? Hä? War der große Baum dein Zuhause? Okay, jetzt verstehe ich, warum du Elis so hast. Alles klar. Aber na Popo, du musst viel gelitten haben. Wir müssen sie besiegen und ich muss Dunna davon überzeugen. Ja, ich bin nämlich traurig. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Bringe Dunna den kranken Fisch. Alles klar. So, zu Dunna geht es hier lang. Genau. Zack, zack, zack. Alles klar. Da gucken wir uns jetzt noch die letzte Insel an. Hey, cool. Wir können mehr als ein Tier mitnehmen. So. Was können wir hier angeln? Schollen. Und hier gibt es noch eine Insel. Der Schlummerwald. Den gucken wir uns doch schnell an. Kommt, lass dich mal vorbei. Ich möchte mir den Schlummerwald angucken. Da drüben stehen ein paar Leute. Das sind Elites. Dieser Ort ist so schön. Er steckt voller Leben. Und ihr vergrault sie alle. Ich hoffe, sie lassen mich eines Tages wieder... Ja, genau. Geh nach Hause. So, was gibt's hier? Okay. Na, komm mal her. You have found a super secret red pandu message. Don't tell anyone. Genau. Niemandem was erzählen. Habt ihr nicht gesehen? Oh, das muss ich jetzt nachher rausschneiden. So geheim ist das. Ja, ansonsten ist hier im Schlummerwald nicht viel zu holen. Oder gibt es da drüben noch ein Geheimnis? Nee. Ist nur ein Stein. Okay. Würde ich sagen, machen wir uns wieder vom Acker. Tschüss, Schlummerwald. Schlaf gut. So. Wir sind jetzt in der verdorrten Insel. Okay. Dann noch eins rüber und dann sind wir Vulkan. K.
Klar, dass ich in der Mitte ankomme und nicht ganz unten. Wäre auch zu einfach gewesen. Hey Donna, ich bin wieder da. Ich weiß, du wolltest alleine sein, aber ich denke, ich störe dich nochmal. So. Guten Morgen, meine Hübsche. Kind, es ist das zweite Mal, dass du zurückgekommen bist, nachdem ich es dir untersagt habe. Jetzt hör mir doch endlich mal zu. Mara ist in Gefahr. Sie tun Mara weh. Es ist deine Pflicht, zu helfen. Schau, dieser Fisch hier, der passt nicht mal mehr in die Pfanne. Und die Elits sind schuld, dass er sehr krank ist. Das ist es, was sie dem Ozean antun. Bitte, Donna. Hilf uns, Donna. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich bringe Unglück. Die Winde Maras sind mir nicht wohlgesinnt. Ja, ich weiß nicht, warum du das sagst. Als deine Großmutter die Marine verließ, änderte sich alles. Deine Großmutter war nicht mehr in der Marine. Ich war sehr engagiert. Ich wollte jedem helfen. Ich habe einen Fehler gemacht und es kam zu einem Unfall. Mein Fehler führte dazu, dass ein ganzes Schiff explodierte. Oh, das tut mir aber leid. Aber man darf niemals vor seinen Fehlern davonlaufen. Man muss sie akzeptieren und weitermachen. Das hat Yaya Haku mir beigebracht. Und das bringe ich jetzt dir bei. Also, was bringt es dir, dich hier zu verstecken? Ohne Kontakt zu anderen Leuten kann ich niemandem wehtun. Was hast du zu verlieren? Nichts. Ich habe nämlich nichts. Ich bin nichts. Na siehst du hast ganz Mara zu verlieren. Ach ja, stimmt. Wir werden alle verlieren, wenn wir uns nicht einmischen. Kind, ich bin kein Kind. Du bist wirklich unmöglich zu ertragen. Du bist eine sture Matrosin. Ich werde dir also helfen. Nur damit du mich in Ruhe lässt. Ich bin Schiffsingenieure. Mit meiner Hilfe wirst du mit deinem Boot länger segeln können als jedes andere Boot zuvor. Ich werde dein Boot so umbauen, dass es die Energie des Maler effizienter nutzt. Alles klar. Dann bin ich endlich eine echte Matrosin. Nicht bloß so eine Leichtmatrosin wie du. Ja, was hast du denn vergessen? Immer wenn ich frustriert und wütend war, brauche ich einen Salat. Klopfte so lange an die Tür, bis ich sie öffnete. Dann schaute sie mir in die Augen, lächelte. Das tat sie jedes Mal, wenn sie wusste, dass sie kurz davor war, aufzugeben. Bitte lächle. Ja, gut. Und jetzt soll ich lächeln, oder was? Sie hat mich jedes Mal wieder überzeugt, es noch einmal zu versuchen. Es ist so lange her, dass jemand an meine Tür geklopft hat. Bitte klopf an meine Tür. Hier, nimm meine Blaupause mit nach Quelis, damit sie dort dein Boot aufbessern können. Ich kümmere mich darum. Zack. Ohne Marineuniform. Alles klar. Danke. Ja, dann war's das. Gut. Klar wird's jetzt dunkel. Sind schon Steine? Sind das da oben Steine oder sind die Pflanzen? Das blaue Leuchtzeug. Das sind Steine. Ja. Alles klar, wir haben ein paar Steine. Ah, das ist nur Rohsilber? Das ist normales Eisen. Das ist das, was wir haben wollen. Ah, das nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon mal da sind. So. Okay. Ja, die anderen sind noch nicht nachgewachsen. Doch hier. So. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den langen Rückweg. Aber ich würde sagen, vorher nehmen wir uns wieder schlafen. Und in der nächsten Folge reden wir dann mit Ja, weiß ich nicht. Caleb? Genau, Caleb hieß er.
Wir haben zwar noch nicht seine Ananas gefunden, aber er kann uns trotzdem helfen. Hoffentlich macht er das. Und hoffentlich können wir damit eine Insel erreichen, wo es Ananas gibt. Weil so wie es aussieht, gibt es die hier auf den Inseln nicht. So, jetzt müssen wir also von hier Quergang Heimatinsel die Tiere abladen. Ja. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, da wieder. Aber erstmal gehe ich hier schlafen, weil es ist schon 22 Uhr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und gute Nacht.